Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Mod-Video. Mein Name ist Dennis und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Letzte Folge der GTA 5 Mods haben wir uns ja den Millennium Falcon aus Star Wars angesehen. Und ich hatte euch gefragt, was ihr euch noch so aus Star Wars wünscht. Und viele haben geschrieben, zeigt mal den Bug Speeder. Den haben wir ja gerade. Ersetzt das Dämon-Motorrad, ja. Ist sehr lustig, weil wir schweben eigentlich. Allerdings machen wir trotzdem eine Spur und haben Sounds eines Motorrads. Das nur mal vorweg. Aber das Modell sieht sehr lustig aus und hat auch unheimlich viel Spaß, damit rumzudüsen. Warte mal, wie sieht es denn in der Ego-Perspektive aus? So. Juhu! Ich zeige euch das erstmal im Detail. So, das hier ist aus Star Wars, ja. Und stammt aus Battlefront 3. Und, also, wobei, aus dem neuesten Ableger, ist ja eigentlich Battlefront 3, oder? Naja, egal, wir gucken es mal an. So sieht es aus. Ja, da hinten noch ein Zeichen drauf. Guck mal hier. Zack. Die Texturen sind jetzt nicht so hoch auflösend, aber man erkennt, was es sein soll. Sieht vorne auch, ich finde, hier sieht das immer so aus wie so ein Maul. So. Naja, wir setzen uns mal drauf und fahren einfach mal. Ist eine ganz simple Mod, die man mal ganz, ganz kurz vorstellen kann. Wie gesagt, wir hätten auch noch den Millennium Falcon. Ich habe tatsächlich auch den TIE Inceptor installiert. Allerdings wird er mir nicht angezeigt. Der ersetzt nämlich den Kampfjet Laser. Ja. Aber irgendwie funktioniert der bei mir nicht. Und yo, und ich habe den reingeballert, aber wird absolut nicht angezeigt. Keine Ahnung, ich muss mir das nochmal in Ruhe angucken. Daher heute das hier. Boah. Und es gibt ja auch noch Star Wars Skins und so weiter, also für den guten Franklin. Wenn ihr wollt, dass ich da auch noch was zeige, dann schreibt es doch, in die Kommentare, dann machen wir das. Sieht auf jeden Fall sehr lustig aus, wie wir hier rumdüsen. Und das Tolle ist, man kann diese ganzen Mods benutzen. Nö. Nee. Okay, das ist mir mit dem Millennium Falcon genauso passiert. Man kann die ganzen Mods benutzen, um einen Star Wars Kurzfilm anhand des Editors zu drehen, den es hier gibt. Warte mal, wir spawnen immer nochmal. Teleport. Nein, nicht Teleport. So. Dämon. Genau. Da ist er wieder. Zack. Da. So. Genau. Und den könnt ihr euch einfach ganz easy unter diesem Video herunterladen. Und dann braucht ihr OpenE4. Ja, das ist das Dings. Und ihr setzt dann, wie es in der README-Datei steht, oder Introduction heißt sie, glaube ich, hier, vom guten Kafaros, so heißt der Modder, der das gemacht hat. Setzt hier das File des Dämons, macht euch ein Backup. Oh Mann! Macht euch ein Backup und schon könnt ihr selber loslegen. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wäre super noch, wenn er einen Sound hätte und so weiter. Aber wenn man das richtige Szenario findet, hier, wie gesagt, hier in der Wüste, dann könnte man ein bisschen so Tatooine nachspielen. Und könnte, wie gesagt, einen kurzen Trailer nachbauen. Star Wars hat ja jemand gemacht. Sogar der Kafaros hat das gemacht. Also der fleißige Tüftler dieser Mod. Und ja, feiere ich sehr, dass Star Wars auch in GTA Einzug erhält. Hat aber natürlich nicht allzu viel mit GTA zu tun. Denn einige haben in den Kommentaren geschrieben, es gibt so viele Mods, zeigt doch mal andere Sachen. Klar, wir gucken uns immer so viele Sachen an. Ich habe, glaube ich, jetzt schon um die 100 Mods oder so vorgestellt. Und es kommt ja immer regelmäßig was dazu. Deswegen, wenn ihr möchtet, wie immer unter diesem Video die Playlist. Und das war's auch schon. Hier kurz und bündig so ein Video. Ja. Habe ich ja gesagt, die Mod-Videos sind immer sehr kurz. Macht einfach Spaß, das mal so vorzustellen. Ist auch ganz einfach zu installieren. Ich denke mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Mod hier findet. Immer selber bewerten, 1 bis 5 oder 1 bis 10. Und schreibt eine kleine Review dazu, Modell und so und was ihr euch noch wünscht. Genau, und am Dienstag, jetzt am 15., gibt es ein neues GTA Online Update. Also für alle, die das Video später sehen, das spielt das ja keine Rolle. Gibt es ein neues GTA Online Update. Und zwar geht es um Criminals and VIP. Und unter diesem Video habe ich euch einen Link reingeballert. Da gibt es auch den offiziellen Trailer jetzt und alle Infos. Also wer sich da die Ladung abholen will, der kann da gerne vorbeischauen und ihr werdet ab Dienstag dann auch Gameplay bei mir auf dem Kanal finden, da kann man Yachten und so weiter kaufen, ganz vieles Cremchen und ja, danke fürs Zusehen, bis dahin, tschüss!